Ina Baltes, vielen Dank nach Bonn. Ja, es ist die erste Sitzungswoche des Jahres 2022 und es ist der erste ganz lange Sitzungstag hier im Deutschen Bundestag in diesem Jahr. Bis 20.30 Uhr voraussichtlich werden wir für Sie live dabei sein und die Debatten Ihnen übertragen. Wir können kurz zurückblicken auf dieselbe Zeit vor ungefähr 4 Jahren. Da gab es noch nicht mal Koalitionsverhandlungen. Wir Älteren erinnern uns natürlich daran. Also in dieser Woche so eine Art kleine Regierungserklärung von den Ministerinnen und Ministern mit den Vorhaben zu den kommenden 4 Jahren bzw. den 4 Jahren der Legislaturperiode insgesamt. Das nennt sich vereinbarte Debatte oder auch verbundene Debatte. Und es ist so, hat ein bisschen was von einer Haushaltswoche, die wir dann aber wahrscheinlich im März haben werden. Da wird der Ältestenrat des Bundestags heute drüber befinden. Es geht heute um 9 Uhr los mit dem Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Auch daran müssen wir uns noch ein klein wenig gewöhnen, dass es hier und da andere Bezeichnungen der Ministerien gibt, das Ministerium also von Robert Habeck, und er hat am Dienstag schon ein bisschen skizziert, in welche Richtung es gehen soll, insbesondere beim Klimaschutz, mehr Tempo, mehr Flexibilität, mehr Aktivität insgesamt, und da sind einige schon zusammengezuckt, nicht nur die das Ganze kritisch betrachten, sondern durchaus auch in den eigenen Reihen, denn das Ganze ist extrem ambitioniert, zumindest das, was Robert Habeck da vorgestellt hat. Wir werden ab neun ungefähr deutlich mehr dazu hören, wir werden aber jetzt schon mal drüber reden und ich freue mich, dass bei uns sind. Heute Morgen Julia Verlinden, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ihnen einen schönen guten Morgen. Und Anja Weisgerber ist bei uns, die Sprecherin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und auch das ein wichtiges Thema im Zusammenhang mit Klimaschutz, auch Verbraucherschutz. Und sie ist gewesen in der letzten Legislaturperiode die Klimaschutzbeauftragte der Unionsfraktion. Auch Ihnen einen schönen guten Morgen, Frau Verlinden. Ich habe es schon angesprochen, das ist sehr ambitioniert, was Robert Habeck da skizziert hat. Ab wann würden Sie sagen, muss man das Ganze als Erfolg werten oder an welcher Stelle muss man sagen, es hat dann doch nicht geklappt und die Messlatte, die er da aufgestellt hat, ist eigentlich von Anfang an zu hoch gewesen? Na, er hat ja sehr deutlich gemacht, wie hoch er die Ausbauzahlen in den nächsten Jahren bei den erneuerbaren Energien forciert. Und damit hat er sich natürlich auch sehr klar positioniert. Und ich denke mal, Sie alle werden als Journalisten dann natürlich auch nachfragen, ob es geklappt hat oder nicht. Aber es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Wir haben ein schweres Erbe übernommen von der Vorgängerregierung, die viel zu langsam war beim Klimaschutz. Wir haben einen extremen Rückstau und deswegen müssen wir das Tempo jetzt umso mehr erhöhen. Und das erwarten die Wählerinnen und Wähler von uns und das erwarten, glaube ich, auch die Menschen, die seit vielen Jahren auch für mehr Klimaschutz demonstrieren. Mal ehrlich, Frau Verlinden, nun waren Sie ja wahrscheinlich ein bisschen vorbereitet auf das, was da am Dienstag in der Pressekonferenz war, aber haben Sie auch gedacht, ups, ist schon ein sehr, sehr großes Ziel? Und es wird anstrengend, das umzusetzen? Selbstverständlich wird es anstrengend. Und deswegen brauchen wir auch alle, wir brauchen die Gesellschaft, die insgesamt auch mitmacht. Wir brauchen Menschen, die investieren, die die Arbeitskräfte zur Verfügung stellen und selbstverständlich hier auch mitmachen. Es braucht insbesondere auch die Länder und die Kommunen. Das wird eine Herausforderung, die wir als Deutschland insgesamt bewältigen müssen. Und ich bin aber dankbar dafür, dass jetzt die Regierung sich vorgenommen hat, die entsprechenden politischen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, damit das auch gelingen kann, damit die Menschen investieren können und damit weniger Bürokratie gibt auf dem Weg dorthin. Wobei die Rahmenbedingungen wahrscheinlich schon Herausforderungen ganz eigener Natur sein werden. Frau Weisgerber, ich habe schon gesagt, dass Sie Klimaschutzbeauftragte gewesen sind der Unionsfraktion in der vergangenen Legislaturperiode. Diesen Posten, diese Position gibt es nicht mehr. Warum nicht? Weil es einen Klimaausschuss gibt und einen klimapolitischen Sprecher, das ist Andreas Jung. Er hat die Klimapolitik mit mir zusammen für die CDU gemacht, ich auch für die Gesamtfraktion und die CSU. Ich bin jetzt umweltpolitische Sprecherin. Auch im Umweltausschuss ist nach wie vor die Klimaanpassung und auch die natürliche Klimapolitik enthalten. Gemeinsam machen wir den Klimakreis weiter in der Fraktion und arbeiten da sehr eng und gut zusammen. Also kein Zeichen dafür, dass das Thema nicht mehr für wichtig erachtet wird, sondern einfach was mit Umstrukturierung zu tun hat und auch mit veränderten Zuständigkeiten, muss man ja gelegentlich auch mal dazu sagen. Wir haben Robert Habeck gehört, wir haben auch gehört, was Frau Verlinden eben gesagt hat. Das ist kein besonders gutes Zeugnis, das Robert Habeck der Vorgängerregierung ausgestellt hat, obwohl Sie selber ja immer gesagt haben, wir haben eine Menge getan für den Klimaschutz. Passt jetzt nicht so richtig zusammen auf den ersten Blick. Wir haben 2020 die Klimaziele erreicht
Und zwar zu einem großen Teil aufgrund unserer Instrumente, die wir auf den Weg gebracht haben. Und auch den Ausbau der erneuerbaren Energien haben wir in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Ja, wir sind auch dafür und wir werden eine konstruktive Oppositionspolitik machen, dass wir den Ausbau der erneuerbaren Energien weiter forcieren. Aber das Ganze muss funktionieren zu stabilen Preisen. Und die Energieversorgungssicherheit muss weiterhin gewährleistet werden. Und da gilt es auch, realistisch an das Thema heranzugehen. Zur Wahrheit gehört doch, die Bürgerinnen und Bürger und auch die Unternehmen, die ächzen im Moment unter den sehr, sehr hohen Energiepreisen. Und zur Wahrheit gehört auch, dass wir weiterhin die Gaskraftwerke als Brückentechnologie, als Übergangsaktivität brauchen. Und das müssen sich die Grünen an der Stelle auch mal ehrlich machen. Und da muss auch die Rahmenbedingungen müssen so sein, dass man da rein investiert. Ja, jetzt müssen wir gucken, es waren ganz viele Punkte, die Sie jetzt auch angesprochen haben, müssen wir gucken, dass Sie es ein bisschen auseinandernehmen systematisch oder hintereinander auch begucken. Mhm. Frau Verlinden hat den Kopf geschüttelt schon bei der Frage, als Sie gesagt haben, wir haben die Klimaziele 2020 erreicht. Da haben Sie den Kopf geschüttelt. Warum? Ja, weil sich die Wissenschaft einig ist, dass da sehr viele Corona-Effekte mit reingerechnet werden müssen, um zu erklären, warum dann überraschenderweise doch dieses Ziel erreicht worden ist. Wir haben jetzt für 2021 müssen wir damit rechnen, dass wenn die endgültigen Zahlen vorliegen, dass es eben verfehlt worden ist. Und das ist zurückzuführen auf die Politik der letzten 16 Jahre. Also insofern, wenn man sich allein die Ausbauzahlen für Solaranlagen und für Windkraftanlagen anschaut, dann sind diese Mengen deutlich zurückgegangen in den letzten Jahren. Und das ist auch zurückzuführen auf die Politik von Herrn Altmaier. Und da würde ich einen Punkt noch mit dazugeben, bevor Sie antworten, Frau Weisgerber. Strom aus erneuerbaren Energien liegt derzeit bei ungefähr 42% Anteil der Stromerzeugung. Das Ziel für 2030 ist aber 80%. Das heißt, man muss jetzt innerhalb von knapp 8 Jahren noch mal dasselbe Pensum schaffen, was bislang über mehrere Jahre, fast Jahrzehnte erreicht worden ist. Wie soll das gehen aus Ihrer Sicht? Und ist da nicht doch was verschlafen worden, gerade was den Ausbau der Windenergie gerade bei Ihnen in Bayern angeht? Wir brauchen Planungsbeschleunigung. Das ist ganz immens wichtig. Wir brauchen auch eine starke Bürgerbeteiligung. Wir wollen auch den Ausbau forcieren, aber mit den Bürgern und nicht gegen sie. Und dann gehe ich gerne auf das Thema Windkraft ein, weil das ist ja der Hauptkritikpunkt. Zur Wahrheit gehört, dass der Windausbau in ganz Deutschland stagniert ist. Und Frau Verlinden, als erfahrene Energiepolitikerin wissen Sie ja auch, dass das insbesondere auch daran liegt, dass im Norden Deutschlands wir flachere Landschaften haben, dass da der Wind stärker weht, dass dort die Windkraftanlagen auch ja lukrativer betrieben werden können, im Unterschied zum Süden Deutschlands. Und da ist es zum Beispiel auch so, dass in Baden-Württemberg der Ausbau unter Ihrem grünen Ministerpräsident Kretschmann auch stagniert ist. Und das liegt daran, dass die Rahmenbedingungen in Ausschreibungen unbedingt geändert werden müssen. Das heißt, wir brauchen eine Südquote, wir brauchen einen Vorrang in den Ausschreibungen und eine feste Quote von 15%, dass für diese 15% Anlagen im Süden Deutschland zum Zuge kommen. Und da haben Sie jetzt enorme Hausaufgaben, weil das müssen Sie gegenüber der EU-Kommission durchsetzen. Wir haben das schon sehr, sehr stark angemahnt. Das ist jetzt einfach aufgrund der neuen Regierungsbildung jetzt im Endeffekt vertagt worden. Da müssen wir ansetzen und wir brauchen eine stärkere finanzielle Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Auch das haben wir schon auf den Weg gebracht. Das muss verstärkt werden. Also der Super-GAU wäre für mich, wenn wir im Endeffekt jetzt durch eine pauschale Abschaffung der Abstandsflächen im Endeffekt die Bürger in vielen Regionen Deutschlands verprellen und dann auf der anderen Seite die eigentliche Ursache, die ich gerade beschrieben habe, nicht behoben ist. Frau Verlinden, gerne direkt. Ja, also Sie haben es ja gerade selber schon gesagt, um den Ausbau in allen Teilen von Deutschland bei der Windenergie voranzubringen, ist es notwendig, eben auch bundespolitisch die Rahmenbedingungen zu verändern. Und das ist in den letzten Jahren versäumt worden. Das packen wir jetzt gerne an und haben uns dazu auch verpflichtet, weil wir das natürlich wichtig finden, dass auch die Höhenzüge im Süden von Deutschland natürlich auch ihre Potenziale entfalten und dort natürlich auch Windenergie ernten sozusagen. Das Thema Bürgerenergie ist ein ganz, ganz wichtiges. Da hat die EU uns ganz klare Hausaufgaben als Mitgliedstaat auf den Weg gegeben. Viele von den Erwartungen, die eigentlich hätten schon umgesetzt werden müssen bis Ende Juni, sind nicht erfolgt. Das heißt, Herr Altmaier hat diese Punkte für eine stärkere Bürgerbeteiligung bei der Energiewende nicht umgesetzt. Und umso mehr Hausaufgaben haben wir jetzt zu tun. Sie hat jetzt pauschal von den Rahmenbedingungen gesprochen, die wir auf Bundesebene angeblich nicht gut angegangen wären. Die finanzielle Beteiligung, die ich gemeint habe,
die muss im Endeffekt jetzt auch genutzt werden. Das heißt, wenn in einer Gemeinde eine Windkraftanlage gebaut wird, und die kann man ja auch schon jetzt zum Beispiel bei uns in Bayern in Abweichung von 10 h mit einer geringeren Abstandsfläche bauen, 10 h müssen wir ganz kurz mal irgendwie erläutern. Die Kommunen auch beteiligt werden. Können Sie gleich weiter ausführen? Ich wollte nur gerade 10 h noch mal aufnehmen und erklären. 10 h, also die 10 h-Regelung in Bayern, die mit hat, ist die Abstandsregelung zwischen Wohnbebauung und ab da, wo Windräder, Windkraftanlagen aufgebaut werden sollen. 10 h bedeutet das Zehnfache der Höhe einer solchen Anlage. Da liegt der Mittelwert, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, bei 160 Metern. Kann man sich ausrechnen, sind mindestens 1,5 Kilometer Abstand. Das ist schon relativ viel und ist, glaube ich, auch deutschlandweit der meiste oder der höchste Wert insgesamt. Mhm. Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, habe ich heute Morgen bei den Kollegen der Süddeutschen Zeitung entnommen, die kritisieren diese hohen Abstandsregelungen, weil sie sagen, damit kommen wir nicht zu dem Ziel, das wir eigentlich erreichen wollen. Und da können Sie sich jetzt wieder einsetzen. Ich möchte noch mal betonen, dass auch in Bayern auch jetzt schon eine Abweichung von 10 h nach unten möglich ist. Das wird in der Öffentlichkeit immer überhaupt nicht kommuniziert. Und da gilt es, die Bürgerinnen und Bürger und die Kommunen mitzunehmen. Und die Chance steckt in der finanziellen Beteiligungsmöglichkeit, dass man im Endeffekt den Kommunen auch jetzt sagen kann, übrigens auch bei Freiflächen, Photovoltaikanlagen haben wir das auf den Weg gebracht, wenn ihr diese Windkraftanlage akzeptiert, auch vielleicht mit einem geringeren Abstand, dann profitiert die Kommune, dann können die Einnahmen zum Beispiel in die Kindergärten, in die kommunalen Einrichtungen fließen. Da steckt der Schlüssel drin. Und ich möchte noch mal sagen, Vorrang für erneuerbare Energien bedeutet für uns nicht, das auf dem Rücken der Bürgerinnen und Bürger zu machen. Wir müssen es gemeinsam mit ihnen machen. Und ganz interessant ist auch das Thema Artenschutz. Es ist eine Konfliktlinie, die ich gerne aufmachen würde. Aber ich heute nicht so gerne, weil wir sonst ein bisschen den Faden verlieren. Und weil das andere eigentlich noch ganz interessant genug ist und ich Frau Verlinden noch fragen wollte. Es tut sich ja offenbar in Bayern was, wenn man sich anhört, was Frau Weisgerber gerade sagt, auch dass die Ausnahmeregelung bei der Abstandsregelung. Also da ist ja offenbar Gesprächsmöglichkeit oder sind ja Gesprächsansätze da. Ja, ich hoffe, dass die Gespräche zwischen Robert Habeck und der Landesregierung da zum Erfolg führen. Weil wenn es so ist, dass wirklich auch Bayern sich dem Klimaschutz ernsthaft widmen möchte, im Sinne von, dass auch klar wird, dass wir auch dort Windräder bauen müssen. Weil man muss einfach de facto sagen, es sind in den letzten Jahren kaum welche in Bayern neu entstanden. Also insofern scheint ja die 10 h-Regelung doch eine Verhinderungsregelung zu sein für neue Windkraftanlagen. Und ich hoffe sehr, dass diese Gespräche zum Erfolg führen. Ich hoffe sehr, dass auch die bayerische Regierung sich dazu verpflichtet, jetzt hier mehr Tempo zu machen, weil diese Verantwortung, auch verlässliche Stromversorgung in Bayern zu ermöglichen, die scheint ja auch nicht ganz irrelevant zu sein. Eine letzte Anmerkung sei mir erlaubt. Wir sind in Bayern Sonnenland. Wir sind führend in allen anderen erneuerbaren Energien. Wir haben allein im Photovoltaikbereich einen Zubau gehabt von 1/4 von ganz Deutschland im Jahr 2020. Und das liegt eben daran, dass in Bayern Windkraftanlagen nicht so wirtschaftlich betrieben werden können wie im Norden Deutschlands. Und das ist in Baden-Württemberg genauso. Und nochmal, auch in Baden-Württemberg, wo es keine 10 h-Regelung gibt, hat der Ausbau stagniert. Also liegt die Ursache in der beschriebenen Südquote. Und wir werden forcieren. Gerade Markus Söder ist bei den Klimathemen sehr forsch vorangegangen. Er hat sich sogar weitergehende Ziele gesetzt in manchen Punkten als der Bund. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir in diese Gespräche konstruktiv gehen werden. Auch beim Thema Repowering zum Beispiel, wenn schon Anlagen da sind, kann man auch über die 10 h-Regelung reden. Aber der Grundsatz, der sollte erhalten bleiben mit den Bürgern und nicht gegen sie. Wir könnten hier locker noch eine halbe Stunde weitermachen, aber die haben wir überhaupt nicht mehr, weil in 2-3 Minuten das Plenum beginnt. Deswegen eine Frage zum Abschluss noch an Sie beide auch. Die EU-Kommission, wir kommen nicht drum rum, sagt ja jetzt, dass Atomenergie möglicherweise bis 2045 genehmigte Anlagen dazu beitragen könnten, den CO2-Ausstoß deutlich zu verringern. Bei der Energiegewinnung sind wir zu früh ausgestiegen aus der Atomenergie? Nein. Oder zweite Frage gleich noch mit dazu. Irgendwie sind die finnischen Grünen, die ja bekanntermaßen für diese Variante sind, zumindest vorübergehend, nicht grün genug oder haben die was nicht verstanden? Nein, Atomkraft ist eine Hochrisikotechnologie. Atomkraft ist viel zu teuer und Atomkraft hilft uns nicht beim Klimaschutz. Deswegen ist es ein Fehler, dass die EU-Kommission jetzt vorschlägt, Atomkraft als nachhaltig zu klassifizieren für Finanzmarktprodukte. Und dagegen haben sich auch
alle Regierungsvertreter aus Deutschland bisher ausgesprochen. Auch nochmal an Sie, Frau Weisgerber, ganz kurz. War 2011 ein Fehler, der Atomausstieg nach dem Unglück in Fukushima? Wir haben uns mit breiten Mehrheiten dafür entschieden. Aber ich möchte an der Stelle schon sagen, der Energiemix in den Mitgliedstaaten der EU ist unterschiedlich organisiert. Hm. Raus aus der Kernenergie, raus aus der Kohle und weg vom Gas, das kann nicht in allen Mitgliedstaaten gleichzeitig funktionieren. Und gerade auch nicht in Deutschland als energieintensives Land, das auf Stromimporte angewiesen ist. Wir brauchen den Energiebinnenmarkt und wir brauchen auch Gas als Übergangstechnologie. Und da müssen die Rahmenbedingungen eben so sein im Rahmen der Taxonomie, dass da rein investiert wird, denn das brauchen wir für die Energieversorgungssicherheit und für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und was das Gas als Übergangstechnologie angeht, hat ja auch Steffi Lemke, die Umweltministerin, gesagt, müssen wir wahrscheinlich eine Zeit lang tatsächlich darauf zurückgreifen. Frau Weisgerber, Frau Verlinden, vielen Dank für das konstruktive Gespräch hier heute Morgen. Gerne. Ich hatte viel Spaß und hätte gerne weitergemacht, geht aber nicht. Also Ihnen vielen Dank, weil Sie müssen jetzt auch reingehen. Jawohl.